Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Schminkkorb. Ich zeige euch die Sachen, die ich verwendet habe, die ich noch nicht euch gezeigt hatte mal. Und dann kommen wir zu den Dingen, die ich ja weiterhin im Schminkkorb behalten werde oder sogar überhaupt im Schminkkorb oder irgendwie sowas, ne? Zum einen kommen wir zu dieser Palette, die werde ich jetzt aussortieren. Ich habe vier verschiedene Looks damit geschminkt. Es funktioniert nicht. Die matten Töne sind furchtbar. Gerade so die blauen Töne. Ich meine, die unterste Reihe ist Bombe pigmentiert. Also da braucht man nur einmal so lang gehen, dann hat man die Pigmentierung überhaupt. Aber ich möchte sie doch im Ganzen irgendwie nutzen. Für mich macht das wenig Sinn, wenn 11 Töne gut sind und der Rest ist scheiße. Deswegen, falls jemand Interesse hat, im Kleiderkreisel zu finden. Oder schreibt mich hier an und wir gehen rüber im Kleiderkreisel bei Instagram. Ich möchte nichts weiteres sagen, mehr kein Bock mehr, mich mit der zu quälen. Vier verschwendete Looks, vier verschiedene Augen-Make-ups. Heute zum Beispiel Rosé-Blau gehalten, gefällt mir heute extrem gut. Ich bin so ein bisschen in die kühle Richtung mit der Color Train und der Blau ist mal absolut Bombe. Der hier wirkt so im normalen Licht. Grau ist er auch und mit Blitz wirkt er grün. Total irre, keine Ahnung. Dann hatte ich von Urban Decay die ausprobiert. Ich muss sagen, ich habe sie zweimal getragen und beide Looks haben mir sehr gut gefallen. Also ich habe das Lila, erst hatte ich die oberste Reihe, so ein bisschen nude und zum Schluss hatte ich, also den zweiten Look habe ich mit dem Lilanen. Ich kann euch gerne einblenden, wenn ich daran denke, diese Looks. Und es gefällt mir sehr gut. Ich werde weiterhin auf Instagram immer mal wieder Looks posten, wenn ich was vom Schminkkopf mache und euch zeigen. Dann die Lemonade von Dominique Cosmetics. Ich würde mir die Late Cosmetics nochmal angucken. Und die Berry gefällt mir auch sehr gut. Ich muss sagen, das ist so eine Palette, womit man nicht so viel anfangen kann. Was ich mega geil fand, war der hier in Kombination mit Braun. Auch wenn ich dazu einen Look finde, blende ich das euch mal ein. Ich muss sagen, so an sich ist das eine Palette, die nicht ganz so alleinstehend ist. Man bräuchte schon etwas neutralere Töne. Das sind zwar matte, aber halt auch farbig, ne? Okay, das Orange kann man noch mit vielen einsetzen oder das Braun. Das Braun habe ich des Öfteren. Es ist keine Palette, die alleine ist. Erinnert mich so ein bisschen an zu Eva. Diese Candy, also diese pastelligen Töne, so an sich tolle Lidschatten, mega Pigmentierung, wie matte, sowohl auch die schimmernden. Ja, ist halt keine Palette, die ich allen empfehle, bis auf die Leute natürlich, die gerne dieses Farbschema haben, aber es ist halt irgendwie doch keine richtige Palette. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bei Urban Decay zum Beispiel weiß ich ganz genau, okay, der kommt in die Crease. Der kommt in die Crease, der kommt dahin, da kommt jenes und die hier nicht. Also die ja, die Dominique ist immer so Sie eine ist halt Sache. sehr, sehr bunt, sagen wir mal, um irgendwas Neutrales zu schminken. Ist möglich, ja, aber halt immer nur ein Look. Also immer nur ein bestimmter Look und zwar den in der Lidfalte, den am äußersten Winkel und einen von den helleren Tönen irgendwie im Innenwinkel und fertig. Das war neutral. Ansonsten wirklich eine bunte Palette, aber tolle Pigmentation und tolles Farbspiel. Also man kann da wirklich, hat nicht jede Palette, sagen wir es mal so. Ist kein Must-Have, aber hat nicht jede Palette. Dann kommen wir mal zum Gesicht. Der Primer war ganz solide, den habe ich heute auch zu den Poren. Er macht die Poren nicht ganz so zu. Heute ist auch mein, ich habe gesehen, mit Blitz crackt meine Nase so auf. Heute habe ich die Foundation drauf. Ja, ist nicht so mein Highlight meines Lebens, aber ja, der bleibt auf jeden Fall, ist ein kleines Tübchen, kann man auf jeden Fall mal aufbrauchen. Macht Spaß, macht mir keine Pickel, macht mir gar nichts. Also nichts Negatives, sagen wir mal, darf gerne bei mir bleiben und einziehen. Hallo, so bin wieder da. Speicher entleert dies, jenes, pipapo. Und jetzt geht's weiter mit meinem Schminkkorb. Ich habe euch noch drei Dinge zu zeigen, die ich, ja, eins werde ich behalten von diesen Dream Matte Blush. Ich finde das echt wunderschön. Also ich muss sagen, von der Konsistenz. So, von der Konsistenz ist es sehr, sehr komisch. Ich habe aber eine Lösung gefunden und zwar habe ich den Stippling Brush, den neuen von Evelyn benutzt und damit hat es sehr, sehr gut funktioniert.
ein bisschen so auf dem Handrücken und dann ins Gesicht. Ich fand das schön. Ich finde das auch gut. Er ist jetzt seit einigen Stunden drauf. Ungefähr seit 4 Stunden ist er jetzt auf meinen Wangen und er ist immer noch sichtbar. Also ich erkenne da keinen Unterschied. Der Peachige davon, den habe ich schon aussortiert. Ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, wo ich den genau hingepackt habe. Den habe ich schon irgendwie weggeräumt. Weiß ich nicht. Den dunkelroten werde ich behalten. Es ist eine absolute Herbstfarbe, finde ich. Passt jetzt irgendwie in die Herbstlage, also ja, in dieses komische Wetter rein. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Etwas, wo ich unschlüssig bin, sind eigentlich diese zwei Dinge hier. Zum einen der P2 Open Your Eyes Illuminator oder Illuminator. Illuminator, ja. Das ist so ein Stift. Ja, hat eigentlich bei mir ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich kann ihn ja mal hier auftragen. So ungefähr, also es öffnet schon das Auge, muss ich sagen. Gefällt mir auch soweit gut. Ich habe aber keinen Anspitzer dafür. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir extra jetzt wegen diesem Stift einkaufen möchte. Deswegen wahrscheinlich gebe ich ihn weiter. Ich reinige ihn natürlich. Ich hoffe, derjenige hat einen Anspitzer. Und ja, der fliegt jetzt raus. An sich ein tolles, tolles. Also ich habe hier so einige Sachen, die schon wieder rausfliegen aus meinem Ding. Ja, die ich einfach nicht benutze. Zum Beispiel so Pinsel von BH Cosmetics finde ich toll. Habe ich aber in mehrfacher Ausführung. Ihr wisst ja, wenn mir was gefällt, dann kaufe ich auch einiges dazu. Und das ist das Problem. Und dann am Schluss hat man so viele von allem und das Gleiche. Und man braucht es eigentlich nicht. Aber im Gefühl, man braucht alles 10- und 5-fach. Das kennt der ein oder andere bestimmt. Wie gesagt, es ist ein schöner, heller Ton, der wirklich die Augen öffnet. Aber wegen dem jetzt extra einen Anspitzer zu kaufen, nee, Leute, da hört doch der Spaß auf. Dann habe ich von Make-up Revolution Strobe Highlighter in der Farbe Radiant Lights. Ich muss sagen, ein toller Highlighter habe ich noch gar nicht drauf jetzt. Aber ich kann ja mal mit euch zusammen den drauf machen. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde, das ist der subtilste Highlighter mit Oho-Effekt. Also er ist wirklich so fast schon nicht sichtbar. Hier habe ich ein bisschen mit Blau gepatzt. Also es sieht ein bisschen blauäugig aus. Er ist wirklich kaum da, aber gibt einen schönen Glow. Heute, das harmoniert aber oftmals mit Bronzer, finde ich nicht, weil er so ein bisschen lila-rosa Stich hat. Super schön, wirklich super samtig, super schön. Ich werde ihn jetzt noch eine Weile bei mir behalten und gucken, ob ich überhaupt noch mal dazu greife. Und wenn nicht, wird er dann aussortiert. Ich meine, ich habe genug und ich denke, dass der auch fliegen wird. Ich werde mir jetzt die Woche noch drüber nachdenken, aber ich denke, dass der auch aus meiner Sammlung geht. Er ist schön, ja, er ist auch wirklich samtig. Der ist wirklich empfehlenswert, aber von der Farbe her hätte ich mir lieber so einen Champagner gewünscht. Würde zu mir und mich besser passen. Ja, zu mir und mich. Zu meinem Typen von würde es einfach besser passen, wobei er ist jetzt nicht so störend, er ist jetzt nicht wühm. Aber er ist, ja, sieht hier halt nach einem blauen Fleck aus durch das Bronzer und den Highlighter in Lila vermischt sich das in so einen aschigen Grauton und das sieht dann immer so schön aus. Ja, okay. Ich kann euch ja zeigen, was in meinem Korb drin bleibt noch. Das sind diese zwei Sachen auf jeden Fall. Klar, meine Projektsachen auf jeden Fall sind immer da drin. Also da müsst ihr euch jetzt keine Gedanken machen. Dann bleibt immerhin noch das hier drin. Mal gucken, ob ich das irgendwie kombinieren kann. Ich denke, dass das irgendwann sonst austrocknen wird und es wäre einfach zu schade für die Farbe. Dann hatte ich die Concealer leer gemacht und hatte diesen Camouflage-Concealer von Essence reingenommen. Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen für eine Cut-Crease oder um das Augenlid auszugleichen. Habe ich auch heute gemacht. Ich hoffe, das erkennt man ganz gut. Und dafür ist er wirklich optimal. Ich habe ihn auch heute auch natürlich als Concealer drauf. Ja, wie lange hatte ich jetzt Brokkoli in meinen Zähnen? Ja,
Also der ist wirklich nichts für ältere Häutchen, würde ich sagen. Vielleicht mit 13, 14 würde ich den feiern. Ich mache den jetzt leer und werde den auch nicht mehr nachkaufen. Er ist schön, wenn ich dann wirklich eine Cut Crease, keinen Concealer mehr habe, um eine Cut Crease zu ziehen, kann ich mir den oder halt mein Lid auszugleichen, sagen wir es mal so. Dann würde ich ihn tatsächlich kaufen. Nachkaufen, denn er ist schön dickflüssig, da ist auch nicht mehr viel drin. Wie ihr seht, nur noch so am Rand und am Stiel. Ja, ich hatte schon den Stopper rausgeholt, weil ich mag das nicht, fünfmal in ein Produkt reinzugehen, bis ich endlich mal genug Produkt hatte. Ja, für Cut Crease perfekt, für die unteren Augenlidern etwas trocken, wobei es heute geht. Sonst mein Gesichtsfinish ist furchtbar. Meine Poren sind offen, ja. Mein Puder und alles liegt so ein bisschen drauf und das ist, weil ich diese Misha Foundation habe drauf. Nein, also bitte holt euch diese Foundation nicht, ihr werdet nicht glücklich. Also ich habe von bisher noch nicht so Positives darüber gehört. Ich bin froh, dass ich es ausgetestet habe, dass es in einem Schminkpaket war, aber nachkaufen, um Gottes Willen, ich würde mir wahrscheinlich Schaden damit zufügen und ja, nee, nein, 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 nein. Zu dieser Mascara, ich bin immer noch begeistert nach wie vor. Die bleibt auch mal da drin. Und dann hatte ich den Eye Foundation. Ich muss sagen, bin ein bisschen enttäuscht, dass es keine deckende Geschichte ist. Für den Alltag super, wie ihr seht hier. Wenn man es aber verblendet, sieht man davon gar nichts mehr. Die Eye Foundation von Catrice hält, was es verspricht. Es ist jetzt, wenn ich schwitze, creased es nicht und verkriecht sich nicht und ist ein matter Primer. Ja, das könnte ich schon so unterschreiben. Es glänzt halt nicht. Also schimmert, ist kein Schimmerprodukt drin. Aber nachkaufen würde ich es mir nicht, obwohl es gut ist. Ich bevorzuge dann lieber eher so deckende wie den aus meinem Schminkkorb. Also aus diesen. Den werde ich jetzt mit reinnehmen. Auch gerade wenn ich mit euch Look schminke. Das ist von Zu Eva. Es ist so ein kleines Würstchen und wird dann ein bisschen hautfarbend. Toll, jetzt spritzt mir das. Wird auf jeden Fall ein bisschen hautfarbender und neutralisiert dann somit die ganzen Hautäderchen. Und das gefällt mir einfach besser. Dann brauche ich nicht mit so viel Lidschatten arbeiten, um mein Auge zu neutralisieren. Und ja. Dann möchte ich nächste Woche. Also, dann, ja, Blush, ne? Too Faced Teilchen ist drin. Dann habe ich den von Catrice drin. Ich denke, dass ich ihn diese Woche schon aussortieren werde. Er malt wirklich nicht mehr so. Er malt zwar so schwarz, aber wenn ich ihn auf dem Lid stempel, wird das so bröckelig und das sieht man dann auch auf dem Lid. Und ich denke, diese Woche geht noch und dann geht er einfach raus. Dann habe ich ja mein Augenbrauenprodukt. Das bleibt jetzt so lange drinne, bis ich es rausschmeiße. Und mein Contourstick. Ja, bin ich nicht so fleißig am Aufbrauchen. Aber ja, ich bin froh, wenn der leer ist. Mal gucken. Genau. Dann kommen wir zu dem Korb, was ich jetzt drin habe. Also ich war jetzt diese Woche nicht so. Ja, also es dürfen jetzt noch zwei Dinge, dürfen wir, drei Dinge dürfen wir ausziehen. Einmal der Stift, einmal die Make-up Revolution Palette. Also wer da Interesse hat, einfach bei Instagram mich anschreiben. Die werde ich heute auch mal reinstellen mit den anderen Sachen. Das habe ich leider nicht geschafft. Genau. Und dann, ja, das Blush behalte ich ja, das andere habe ich auch. Das werde ich auch noch fotografieren. Vielleicht möchte ja auch jemand mal mit mir trashen. Leute, trash doch mal. Was ist da los? Will da niemand mehr trashen? Ja, wobei ich auch gerne mein Zeug einfach nur loswerde. Ja, ach genau. Dann kommen wir zu diesem kleinen Zeichen. Ja, das ist der Becker Under Eye Primer. Ich muss, ja, sagen. Er kriecht jetzt nicht unbedingt mehr als ein Concealer, könnte aber, wenn man sehr ölige Augenunterpartie hat, also überpflegte Augenpartie, wirklich zu cremig sein. Denn der ist wirklich, wenn man den rausholt aus dem Pott, sehr, sehr cremig. Ich zeige euch das mal. Ist eigentlich eine Produktverschwendung, was ich hier tue. Da bleibt mal auch drin zum Color Correcten. Ich finde aber doch, dass er einen guten Effekt hat. Der ist sehr, sehr cremig.
Und wie ihr seht, auch leuchtend. Und das macht wirklich, man bräuchte, wenn man den benutzt, gar keinen Concealer. Also finde ich persönlich, weil er auch diesen rosa Stift hat, das hat nochmal einen aufhellenden Effekt. Und ja, Rübseli. Ja, also den kann ich auch empfehlen für trockene Häutchen. Der ist ziemlich cremig von der Konsistenz. Ich bin ja, positiv überrascht, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, er würde jetzt nur noch rumkriechen, aber ja. Das war mein Concealer, der hier rumgekrochen ist, weil er einfach zu paschtig ist. Ich habe hier einfach zu viel Augenfalte für so dickes Produkt an Concealer. Ich habe mir wieder einiges eingepackt. Ich werde einfach zeigen, die Dinge, die neu sind. Erstmal die Dinge, die alt sind und drinne bleiben. Zum einen meine Elf Foundation. Die habe ich jetzt aufgefüllt mit der hier, weil da wirklich nicht mehr viel drin war. Von der Elf Foundation ist weniger als die Hälfte. Ich sehe das, weil das ein bisschen heller ist. Also ein bisschen weniger als die Hälfte, ungefähr so viel von der. Und der Rest ist von der. Die werde ich jetzt auch demnächst leer machen. Und dann habe ich eine Foundation platt gemacht. Sagen wir es mal so. Weil ich dieses Tübchen nicht mag. Da kommt immer zu viel Produkt raus und schmiert mir die ganze Hütte zu. Das ist nicht so mein Favorit. Ich bevorzuge Pumpspender und deswegen darf das da rein. Und die zwei haben sich sehr gut vertragen. Von daher habe ich gedacht, pack sie da rein und gut ist. Wie gesagt, ich habe ja noch die Misha drin und die MAC. Die MAC bleibt auch da drin, weil da auch nicht mehr viel drin ist. Und wenn ich Bock habe auf MAC, dann benutze ich die MAC Foundation. Ich wollte auch mal diese zwei Produkte zusammen probieren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal getestet habe. Den habe ich übrigens neu gepresst. Das hat funktioniert, aber der ist so krümelig geworden. Deswegen, ja. Und er ist, boah, der ist einfach gelbstichig. Der ist sowas von NC25, ist sowas von gelbstichig. Hammer. Das Haben da wir habe ich auch kein dann einziges Mal verwendet. Das ist der Eyeliner. Ich kam einfach nicht dazu. Der weiße. Ich wusste nicht genau, wo kann den hin. mal swatchen. Vielleicht ist er ja deckend. Was ich natürlich bevorzuge. Ah, der hat sogar ein Pinselchen. Tippex-wise. Geil. Hätte ich heute auch mit einbinden können. Ich bin sehr gespannt, wie er sich auf den Lidern macht. Deswegen darf der für nächste Woche auch drin bleiben. Ich weiß gar nicht, ob der waterproof ist. Super Supreme Dip Liner, ich denke nicht. Keine Ahnung. Ja, als Primer benutze ich einmal das hier. Ich hatte das letzte Woche mal benutzt gehabt, war sehr gespannt auf einfach diesen Primer. Ich wollte ihn einfach testen. Hat bei mir irgendwann hier unten gekrümelt. Das hat so richtige, kennt ihr das so, ja, wie so alte Hautschuppen gegeben. Das war so super eklig, denn hinter mir stand noch so ein junger Kerl, sah echt gut aus und dann durfte man eine abgesch also das habe ich dann im Nachhinein gesehen. Ich so, boah, nee, eklig. Deswegen möchte ich den austesten, um zu gucken, ob der nochmal irgendwie so reagiert. Vielleicht hat er dann mit einer Creme reagiert, denn zurzeit nutze ich als Hautpflegecreme gerade diese hier und bin sehr positiv überrascht. Funktioniert, hat Lichtschutzfaktor drin, mag ich sehr gerne. Brennt nicht, pritzelt nicht, macht gar nichts. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Tagespflege morgens benutzt. Und hier habe ich was zusammengemischt. Und zwar werdet ihr das im Aufgebraucht-Video sehen. Das sind so Highlighter. Jedenfalls hat es, als ich es wollte, nicht funktioniert mit diesen Pipetten von Catrice. Ein Primer, den es ist so ein Schimmerprimer, den werde ich einfach immer mal wieder entweder in Foundations mischen oder einfach ja, das funktioniert ganz gut, mochte ich. Ich mag, dass ich jetzt einen Pumper gefunden habe. Das ist jetzt so zum Beispiel das L'Oréal-Öl. Das habe ich einfach zusammen kombiniert und es funktioniert einfach, ja. Ich muss sagen, es gibt nichts Besseres gerade für mich als diese Doppelkombi. Und ja, ich dachte, das ist so ein flüssiger Primer. Einfach unten drunter, unter die Foundation, optimal. Sieht super schön aus, macht ein leichtes Effekt, also einen leichten Effekt, aber nicht too much. Diese Pipetten haben einfach nicht für mich funktioniert. Deswegen habe ich sie in den Pumper gehauen. Und da funktionieren einfach die wesentlich besser. Und sieht super schön aus. Könnt ihr das erkennen? Das hat so einen leichten Shift. Also wirklich einen leichten Shift. Shift? Shift. Also so jonglieren. Gott, nur ein schweres Wort nach dem anderen. Es schimmert ganz schön, aber Dann glitzert habe nicht. ich mit reingenommen für die nächste Woche meinen Augenbrauenstift. Der ist immer da drin. Dann den Ultra Precise ja, Augenbrauenstift von Catrice. Den mag ich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen in der Farbe.
In der Farbe Dark 030, den habe ich heute drauf und ich finde überhaupt nicht, dass es dark ist, weil ich ja einen Ansatz habe und es passt sehr, sehr gut damit zusammen. Also kann ich mich nicht beschweren. Möchte den leer machen, weil ich nicht weiß, ob er für drei Augenbrauen reicht oder für fünf. Also da ist echt nicht viel Produkt drin. Ist ein bisschen ärgerlich. Ist mir bisher aber nicht ein einziges Mal abgebrochen. Vielleicht liegt das an der dunklen Farbe. Vielleicht habe ich aber ein ruhigeres Händchen bekommen. Keine Ahnung. Möchte ich auf jeden Fall nächste Woche einfach mal ja, aufbrauchen, leer machen, benutzen. Keine Ahnung. Dann habe ich mir zwei Kajalstifte rausgesucht. Und zwar einmal von P2, den Intensive Cool Liner. So sieht er aus. Hat die Farbe, das ist ein richtig schönes Rostbraun. Gerade für die Temperaturen, wo es jetzt anfängt wieder zu regnen, also gar nicht so frühlingshaft ist. Das ist die Farbnummer 050. Und ich finde das eine wunderschöne Farbe, um einfach den unteren Wimpernkranz zu verdichten, gerade bei grünen Augen. Ihr wisst, ich stehe drauf, meine Augen zu betonen, auch heute. Ich finde trotzdem dieses Rosa betont trotzdem. Und dann habe ich noch einen schwarzen. Und zwar ist der von The Body Shop. Diesen wollte ich aber nutzen, um hier oben. Oh, ich kann das nicht mehr. Meinen Wimpernkranz zu verdichten. Ja, den fand ich echt nicht schlecht. Ist matter Kajal von The Body Shop und sieht so aus. Und gucken mal, ob er nur auf der oberen Linie ist oder sich unten abstempelt. Einfach um den Blick offener zu halten. Ja, lasse ich immer gerne unten frei, bis auf abends. Und der malt nicht schlecht. Von daher habe ich gedacht, nehme ich den einfach rein für die obere Linie. Zum Cut Creasen habe ich wieder den Catrice Liquid Coverage, Full Coverage, den Coverage Concealer. Das ist so ein Teilchen, ja. Werde ich jetzt mal gucken, wie lange der noch hebt. Ist in der 020 Rosy Beige. Und ja, möchte ich einfach leer machen, weil er für mich einfach nur auf den Augen funktioniert. Und das aber auch nicht immer. Also letztes Mal hat es gut geklappt, davor eher Genau. nicht. Für die Augen habe ich noch ein Produkt mit reingenommen. Eigentlich wollte ich das hellere Produkt mit reinnehmen. Aber diese Woche nehme ich das dunklere mit rein. Und zwar ist es ein Liquid Eyeshadow von Catrice. So Glam Metal oder sowas. Ja, ich mache den mal kurz sauber. In der 050. Ich hatte sehr Interesse, diese Dinge auszuprobieren. Und ich fand sie gar nicht so günstig, muss ich sagen, mit 5 Euro oder was die gekostet haben, so sehen die aus. Und die Farbe ist sehr interessant. Das ist so ein mauviges Lila. Und ich habe mir gedacht, mit einem Pigment von P2 kann man das gut mischen. Das hat mir die Sarah auch im Päckchen zukommen lassen, in diesem XXXXL. Sie hat meine Schminksammlung mal reichlich gefüllt. Wunderschöne Farbe. Schaut mal. Das ist fantastische Farbe. Blue Brown ist nichts dagegen. Ich muss mir eine andere Lösung finden, aber so habe ich es mir gedacht. Schaut mal. Seht ihr, was ich meine? Das ist das Pigment. Und wenn man es drüber gibt, dann gibt das einfach einen hammermäßigen Shimmering-Effekt. Einfach, das sieht so gigantisch aus. So, so gigantisch. Deswegen möchte ich das benutzen. Und das ist Swing Burgundy 040. Es war wahrscheinlich eine LE. So sieht das nämlich aus in der Packung. Und ja, Hammer. Hammer. Ich bin begeistert. Mein Finger mal sauber machen. Ja, dann habe ich den Liquid Illuminating Strobing Pen. Wahrscheinlich habe ich ihn gedacht, ihn nicht mal als Als Strobing Strobing Pen zu benutzen, sondern einfach als Liquid Eyeshadow in Gold. Ich finde das ein bisschen ungelungen. Dieses Produkt aus diesen, ja, aus diesem Stift zu holen. Weil irgendwie will das nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob die. So sieht es aus. Das ist so ein wunderbarer goldener Stift. Da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel drin sein. Und leider krümelt er. Und ich bin sehr gespannt, wie der ist. Ob ich den überhaupt aufs Auge bringen kann, weil die Farbe ist gigantisch. Also die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Ich lasse mich mal überraschen. Letztes Mal hat es ja nicht auf den Wangen geklappt, weil es ein bisschen so krümelig eben geworden ist und sich überhaupt nicht verteilen lassen hat. Hat mir mal so gar nicht gefallen.
Ja, das sind so die Dinge. Dann zum Fixieren habe ich mir von Make-Up Revolution Pro Fix Oil Control gesucht. Gerade um meine T-Zone. Da könnte ich eigentlich drin duschen. Das riecht überhaupt nicht lecker. Das riecht nach Arzneimittel ohne Ende. Also ich weiß nicht, Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, so riecht das. nach Desinfektionsmittel, nach Reinigungsmittel in der Arztklinik. So riecht das. Oh, ja, dann habe ich eine Mascara noch mit reingenommen, die ich auch weiterhin testen möchte, einfach weil ich nicht sicher bin bei diesen Bürstchen, obwohl es genau so ein Kegelbürstchen ist, was es mit meinen Wimpern macht. Zurzeit bin ich nicht ganz so zufrieden mit meinem Wimpernaufschlag. Vielleicht liegt das auch an diesem falschen Wimperkleber, Dann habe ich keine mir noch Ahnung. Zwei Pigmente rausgesucht, eher so frühlingshafte Pigmente. Vielleicht kann ich es ja auch mischen mit, ja, mit eben diesem Creme-Lidschatten. Das ist einmal so ein Gussy Up. Das ist ein super schöner Champagner-Peach-Ton. Und dann habe ich hier Pink Opal. Das ist so ein Rosa mit so einem leichten lila Shift. Irgendwie so sehr interessante Pigmente. Im Innenwinkel möglich oder auf die zentral liegenden Auge. Dann habe ich mir einfach mal Pröbchen eingepackt. Ich weiß nicht, wie lange dieses Schminkkorb wieder geht. Es kann sein, dass ich es wieder 2 Wochen lassen, 2 Wochen laufen lasse oder ja, weniger. Dann habe ich hier einen Creme Rouge. Den habe ich, glaube ich, nicht einmal benutzt. Ich habe immer die oberste Schicht weggemacht. Das ist so ein wunderschönes Orange. Orange. Kann ich mir auch super für den Frühling vorstellen. Auf die Wangen. Einfach peachy. Gerade mit dem Pigment hier. Einfach aufs Auge. Das hier auf die Wangen und to go. Deswegen, ich gucke einfach mal, wie lange das läuft. Kann auch sein, dass es 1,5 Wochen sind. Heute ist auf jeden Fall der 5. und ab dem 6. bis, ich schreibe es euch wieder hin, einfach am Anfang. Ihr werdet ja immer am Anfang des Videos eh mitkriegen, um was es geht. Und in der Überschrift steht ja auch nochmal drinne. Von daher, ja. Genau. Das ist super schön und ist in der Farbe Cream Cheek and Lip Tint Peachen Cream von BH Cosmetics. Ich weiß es nicht, ob es die noch gibt. Das war ja diese Illuminate-Geschichte bei Ashley Tisdale. Dann habe ich mir noch eine Pomade rausgesucht, die ich glaube ich noch gar nie benutzt habe oder zumindest einmal. Ich weiß es nicht. Ich glaube sogar kein Mal, weil ich keinen Anlass dafür hatte, diese rote Pomade zu benutzen. Schaut mal. Um Lidstrich zu ziehen, hammermäßig oder eine Cut Crease, irgendwie sowas, eine rote Base. Bin super gespannt. Ist die Farbe Pigment Pomade in Classic Red. Sieht super schick aus, wenn man so einen richtig roten Lidstrich hat mit roten Lippen. Hammer. Falschen Wimpern drauf und wir können gehen. Das möchte ich super gerne mit euch zusammen testen. Also wenn ihr Bock habt, mache ich einfach mal so ein First Impression, all mögliches Gesichtsprodukte. Dann habe ich mir 4 Paletten reingelegt, ne, 5 sogar. Eine, die ich noch nicht benutzt habe. Genau. Das ist die Berry Cute. Das bleibt jetzt nicht unbedingt in meinem Schminkkorb, aber die möchte ich nächste Woche einfach mal reviewen. Heute habe ich die andere drauf. Heute habe ich ja die hier drauf. Und das sind so, ja. Ich möchte noch die andere dazulegen. Und ich bin sehr begeistert von ihr. Ich weiß zwar nicht, was das Rot da drin so richtig verloren hat, aber ja. Interessante Paletten und Lidschatten auf jeden Fall. Und dann haben wir hier die Berry Cute. Die sieht so aus von den Farben her auch sehr interessant. Das da oben ist kein Grün, das ist ein Grau. Sieht aber in der Kamera grünlich aus, wenn man intensives Licht hat. Super schöne Palette, wirklich auch wieder kühl, gar nicht so warm. Ich muss sagen, der einzige warme Ton ist der hier. Ja. Ich bin super gespannt. So, genau. Dann habe ich noch eine Palette, die ich schon eine Review oder überhaupt ein First Impression gemacht habe. Ich möchte die weiteren Farben einfach testen. Einfach die, die ich noch nicht getestet habe. Ich möchte einen matten Look machen nochmal. Einen natürlichen Tages-Make-up-Look. Das ist eigentlich die Palette, die eher im Schminkkorb landet. Hier sind wunderschöne matte Töne, die wirklich gut funktionieren und die auf jeden Fall in einen Schminkkorb nicht fehlen dürfen. Dann habe ich mir noch eine rausgesucht
von OPV. Die habe ich auch schon. Ich habe auch schon einen Look damit kreiert. Habt ihr auch schon gesehen. Da habe ich euch auch mal erklärt. Das ist super schöne Palette. Wirklich. Und ich möchte einfach gucken, was ich da, daraus noch ziehen kann, was ich damit noch ein, machen kann. JJ inspiriertes Augen-Make-up schminken. Also ein Tutorial, was sie geschminkt hat, was ich gerne von ihr nachmachen möchte. Ja. Und dann habe ich noch diese Spice of Life Palette. Das ist wirklich ein kleiner Schatz. Da wird auch nicht so viel Looks passieren. Es gibt immerhin zwei matte Töne oder drei matte Töne und drei schimmernde Töne. Ich kann euch mal gerne... Super schön. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung diese Palette einen führt. Keine Ahnung, werden wir testen. Ein Look werde ich auf jeden Fall damit kreieren können. Und vielleicht auch noch einen zweiten, aber mehr... Ja, man kann natürlich auch sechs verschiedene Looks, wenn man One-Shadow-Look macht. Ist das nicht möglich? Also meiner Meinung nach, ne? Jeder seins. Und die allerletzte Palette ist diese hier. Da habe ich mir die einfach rausgesucht, weil ich gerne einfach neutrale Looks haben möchte. Also neutrale Farben meine ich. Also Brauntöne, Transition Color, Verblendungsfarbe und, und. In Paletten, wo es vielleicht nicht so gegeben ist oder sowas, möchte ich die nochmal testen. Die habe ich echt eine Zeit lang super gern gemocht. Die ist von Make Up Revolution. Das ist das Dupe zum von Kat Von D. Kat Von D Shade and Light Palette. Würde mich auch interessieren, keine Frage. Ich war jetzt aber von der auch nicht so, dass ich gesagt habe, die kann gar nichts. Die kann schon was. Also ich finde, sie kann schon was. Sie kann halt schön natürliche Looks. Was soll sie denn sonst können, ne? Also die werde ich nochmal testen und euch dann sagen, ob ich sie weiterhin behalten werde oder ob ich eine andere natürliche Palette habe. Ich habe ja ganz viele Paletten. Von daher, ich möchte so ein bisschen, ja, herausfinden, was will ich eigentlich? Was interessiert mich? Brauche ich das? Also das ist einfach so, diese Schminkkörbe, klar möchte ich auch Dinge aufbrauchen, aber diese Schminkkörbe nutze ich eigentlich echt darin, herauszufinden, in welche Schminkrichtung führt mich das? Was erwarte ich von einem Produkt, ja? Ich erwarte zum Beispiel von einem farbigen Pigment, dass es auch Pigment abgibt und bleibt. Und nicht gleich wischiwaschi und in die Tonne. Von daher ist das halt für mich ein echter Flop wieder. Das kann ja nicht sein, dass nur ein Drittel der Farben... Schaut mal, die Palette ist einfach wunderschön. Wenn ich sie anschaue, bin ich glücklich. Aber wenn ich weiß, dass ich sie gleich benutzen muss oder möchte und sie nicht funktioniert, ist halt scheiße, ne? Du kannst halt nicht so richtig. Aber die hat richtig hammergeile Töne. Diese hier, super schön. Also wirklich, wer sagt, okay, mich interessieren halt eh nur Schimmernde und ich nehme sie wegen den Schimmernden, absolut göttlich. Richtig cremig. Also ich mache sie noch irgendwann kaputt. Mit dem Finger will ich halt kein Pigment aufbauen. Ja, keine Ahnung. Ist für mich ein Flop, geht raus. Ansonsten habe ich, genau, ich habe noch was, was ich ja auch im Schminkkopf vergessen hatte zu erwähnen. Der H&M Bronzer ist super schön, wirklich. Wenn das so ein kleines Fändchen wäre, würde ich ihn auf jeden Fall aufheben. Die Farbe ist echt ein tolles Kupfer, ein toller Lidschatten, wirklich toller Lidschatten. Ich habe ihn als Bronzing-Produkt benutzt. Ich muss sagen, am Ende des Tages hat sich echt nur noch diese Glitzerpartikel, was mich dann irgendwann nervt. Er gibt toll Farbe ab, ja. Aber wie gesagt, am Schluss sind das nur noch so Glitzerpartikel. Und das sieht man dann auch, wenn man ihn dann so benutzt. Fliegt dann einfach nur so. Er trägt sich irgendwie schnell ab und dann bleibt dann nur noch so Krümel. Ich hoffe, ihr seht das. Dass dann nur so, weiß ich nicht, so Krümel bleiben, was mir natürlich nicht so zusagt. Deswegen geht der auch raus. Ja, leider. Ich benutze dann lieber den von Mary Luminizer oder Betty Luminizer ist es. Und der darf mich jetzt auch verlassen. Ansonsten bin ich wirklich positiv überrascht wieder über meine Sammlung. Bin glücklich und zufrieden. Und das ist meine Hauptsache. Ja, für die Lippen, ich bin mit, ja, ich muss die Lippenprodukte noch nächste Woche mit reinnehmen. Also werde ich auf jeden Fall tun. Ich stelle mir jetzt mittlerweile so ein Glas hin, wo ich welche getestet habe und welche Flop waren, mache ich gleich weg. Zeige euch das dann
Und ja, ich möchte nämlich so alle meine Lippenprodukte mal durchgehen, um zu gucken, was brauche ich, was will ich, was brauche ich wirklich, was benutze ich überhaupt nicht. Und ja, genau. Und der darf Schade, auch Schade, Schokolade. Ich hoffe, der Schminkkorb hat euch gefallen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange es geht. Ich sag jetzt mal eine Woche. Und es kann aber auch sein, dass wir nicht nächste Woche bis abends oder morgens oder Montag, sagen wir mal Montag, in einer Woche nichts kommt, dass ich dann nichts mache. Also wenn dann in 8 Tagen immer noch nichts online ist, dann habe ich den wahrscheinlich ja weiterhin benutzt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Schminkkorb. Seid dabei, testet mit mir zusammen. Ja, genau. Tschüssikow.